Jo, Freeman. Auch ich will nicht mit einer Antwort fehlen. Erstmal Glückwunsch, dass du geschafft hast. Wie ich am Telefon gesagt habe, ich weiß so, dass du das schaffst. Frau Brehm kann leider nicht vor die Kamera treten. Die liegt gerade flach. Ne? Also weiß Bescheid. Der Frau Brehm? Schon gut. Prost. Ich trinke auf diesen Cappuccino. Ist schon fertig? Ich glaube schon nicht. Nochmal. Also, du wolltest unser EDC wissen. Das sollst du kriegen. Also, EDC ist eh immer Schlüsselbund. Ja? Da habe ich den. Von Key Monkeys, also True Utilities, nicht, ich glaube Key Monkeys, ne? Weiß Bescheid. Kompass, Temperatur, Victorinox Haken, der Haustürschlüssel, Tralala Schlüssel, meine kleine Prybar, kleine Pfeife für Mikey. Oh, Mikey, komm. Mike, sag mal hallo. Hallo, Freeman. Jo. Siehst du? Hört zwar nicht aufs Wort, aber wenn man pfeift, kommt er. Gell, Mike? Da denkst du, da gibt's was zu fressen? Hast du gedacht. Von True Utilities. Ich glaube, Key Tool heißt das. Und dann habe ich hier noch von Swiss Tech das Utility Key. Hatte ich schon mal vorgestellt. Die habe ich beide zusammen. An so einem Haken für von True Utilities. Mein Mini Champ Light. Dann habe ich einen Trost drauf. So, das ist mein privates Schlüsselbündchen. Das ist mein Arbeitsschlüsselbund. LKW-Schlüssel mit Chip, also ohne Chip fährt er nicht. Und dann habe ich einen extra Schlüssel für die Türen. Schlüssel für den Tank. Und das hier ist eine Prybar mit Flaschenöffner und ein paar Schlüsselaufnahmen. Und hier, das kann man dann in einem Einkaufswagen reintun. Praktisch ein gratis Einkaufswagen. War ein Geschenk von Vince Vega alias Mario zum Kauf meines Entschuldigung. Kurzel Voyager. Mike, was ist los? Jetzt schon wieder? Gut, also. EDC Messer im Augenblick. Ach, was heißt im Augenblick? Seit auch gut anderthalb Monaten, ich weiß nicht jetzt hin. Benchmade Cryptillion, das große allerdings. Schwarze Griffschalen, Loch. Das ist so, wie ich mir das, ist eigentlich genau das richtige Messer für mich, privat und auch auf der Arbeit. Dann aber noch ein zweites Messer dabei, mein Victorinox Climber. Ja. Den hatte ich jetzt vorhin im Flohmarkt mit. Wir waren im Flohmarkt. Wenn wir schon dabei sind, habe ich mich mal ein bisschen eingedeckt mit polnischen Nudelsuppen für den LKW. Und das sage ich dir jetzt auch warum. Rosotschotnotni ist, ach, das ist Hühnchen. Dann haben wir Kurczak Szloty. Das sind eine Zwiebelsuppe. Dann haben wir hier Ogurkova. Frau Brehm, kannst du das aussprechen? Das ist eine Gurkensuppe. Pomidorova, das ist Tomatensuppe. Also alles gute Suppen mit Geschmack, tralala. Und hier ist etwas Bascervoni oder so ähnlich. Das ist mit roter Beete. Also Borscht kennt eigentlich jeder.
Und dann gibt es hier einen Foodvlog und ich habe heute Abend einen Foodvlog vor. Und das mache ich heute Abend in der Bahn. Ein polnisches Exportbier. Auf dem Flohmarkt gekauft. Und diese Suppen, die habe ich mir gekauft. Für den LKW. Und Achtung, jetzt kommt sowas von Bescheuertes. Siehst du hier den Becher? Dieser Becher, das ist so ein Suppenbecher, den haben wir gestern. Wie heißt der Laden nochmal? TK Maxx. Ein TK Maxx gefunden. Da passen 600 Milliliter, ne? 600 Milliliter rein. Das wird ein EDC-Suppentopf für den LKW. Jetzt muss ich einfach gucken. Was? Steht unten drauf, 665 Milliliter. Das soll vom LKW sein. Oh, das Video wird schon wieder viel zu lang. Ich weiß. Und da ich testen muss, ob das auch reicht für den 400 Milliliter Wasser, die für diese Asia Instant Nudelsuppe. Muss ich das testen? Das ist doch klar. Aber ich fülle jetzt gerade Wasser ein und dann. Also kommt da die Suppe rein. Echt, ohne Quatsch, das ist mein EDC-Nudeltopf jetzt. Also, für mein Gott. Na, dicht ist er nicht, Frau Brehm. Bitte? Der ist nicht dicht. Also, das Wasser und schütteln darfst du nicht, dann läuft's raus. Ach gut, egal. Ja. So. Kommen wir dann dazu. Auf der Arbeit habe ich hier diese Tasche von Walter. Neben dem Benchmade Cryptillion, da ist dann mein Leatherman Wingman. Ich weiß, du wirst jetzt sagen, wie, kein Swiss Tool? Nein, ist mir zu schwer und ist mir zu teuer, ehrlich gesagt. Der Wingman, der kostet, weiß ich nicht, 30 Euro? Keine Ahnung. Und, ja, ich mit meinen Wurstfingern, weißt du. Die True Knight TI 3, ne? Möchte auf der Arbeit auch nicht mehr missen. So. Ist also immer quer getragen am Gürtel. Portemonnaie. Das Tatonka Portemonnaie. Da habe ich jetzt außer, ach, ich habe es ja eigentlich schon öfters gezeigt, in Sinclair Ketchup und von in Sinclair die Kreditkartentaschenlampe. Ja. Also habe ich praktisch im Prinzip immer drei Taschenlampen dabei. Für mich ist das wichtig. Dann habe ich hier noch. Ja, kleines Lineal. Ein Glückscent, den hat Frau Prämie geschenkt, den hat sie mal gefunden. Also von Ikea so ein kleines ja, Lineal. Alkoholreinigungstücher, zwei Stück. Und da ist noch was für die Zähne zu reinigen, wenn man unterwegs ist. Dann habe ich hier noch so eine Kreditkartenlupe, zwei Kopfschmerztabletten, Foto von dem Jüngsten von Frau Brehm und ein Foto von meinem Sohn. Ansonsten ist hier nicht mehr großartig viel drin, außer ja, ein paar Scheine. Man sollte nie mehr Geld mit sich führen, als man bereit ist zu verlieren. So, und das war es eigentlich schon. Ja, in dem Rucksack sind jetzt auch diese Cliff Bars. Die muss ich mal testen. Ich bin schon sehr gespannt. So, und jetzt gibt's was Leckeres zum Nachmittag. China so. Also Freeman, und wie ich dir am Telefon sagte, nochmal, ich freue mich wie Bolle, dass das mit dir und deiner Spenderlunge funktioniert hat. Aber wie ich ja auch sagte, ich wusste, dass es für dich weitergeht. Für mich bist du ein echter Survivor-Man. Okay?
Und ja, ein eine wirre VA, aber das, ihr seid ja meine wirren Sachen gewöhnt. So, stimmt, Frau Brehm? Was denn? Ja, dass ich wirr bin. Ja. Na, was ab, wenn die Kamera gleich aus ist, komme ich rüber. Okidoki. Danke fürs Zuschauen und ja, guten Appetit. Ach, übrigens, sollte ich das Giveaway gewinnen, wäre es schön, wenn das zu Dennis oder zum Stefan in die Charity-Box geht, wenn das dann verlost wird oder vielmehr verkauft wird. Oh Mann, habe ich ganz vergessen. Ich habe hier immer, hatte ich ja eben ausgeschüttet, zwei Speicherkarten dabei. Micro SD. Einmal hier 128 GB und einmal, ich meine, 64 GB. Jawohl. Gut, das war's. Danke fürs Zuschauen und schönen Sonntagabend noch.